Moin, moin. Heute Tour auf dem Hennesee. So, wo ist das Frühstücksbier? Haben wir auch alles? Ich glaube, wir haben alles. Und wie fährt es sich? Gut, also bis jetzt fühlt es sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Erste Mal jetzt, oder? Ja, habe ich ja erst vor 2 Wochen noch was da abgeholt. Und ja, mal schauen. Aber bis an der Decke ist nicht richtig fest. Das ist gar nicht so einfach. Soll ich ihn hier rüberschieben? Also hier ist perfekt. Hier oben ist die Fahrradrolle. So, hier hinten. Würde er jetzt mit den Füßen auch steuern? Nein, gar nicht. Wetter so ist perfekt. Hä? Wetter ist ja perfekt. Wetter ist super. Für 0 Grad, ne? Super. Die geben aber echt Speed da vorne, ne? Fährt denn wohl auch der Dampfer? Bitte? Fährt denn wohl auch der Dampfer? Also der gerade Auslauf ist super hierbei. Das glaube ich. Das ist echt mal ein Träumchen. Und du kannst hier auch so ein bisschen kanten, ne? So, dann merkst du auch sofort, wenn du das so ein bisschen zur Seite legst, dass du schön rumkommst dann, wenn du einfach weiter paddelst. Ja, du meinst so Kurve so. Ja, das geht bei meinem auch so einigermaßen. Einfach gerade sitzen bleiben, ne? Ja. So schräg machen. Ja. So, ne? Einfach so rum. Ja. Hast du denn jetzt mit Skek oder ohne? Doch, Skek habe ich ausgefahren. Und ohne ist auch gut, trotzdem guter Wert. Ja, habe ich noch gar nicht probiert. Ja, aber du hast einen mit deiner Pille. Ja. Zieh dich einfach. Ja. Perfekt. Also hat schon was gebracht mit dem Ding. Ja? Ja. Ja. Und dann flüpp ich auch mal rein, dann können wir gegenseitig Fotos machen. Ja. Du hast den schönen Neopren oder was? In verschiedenen Posen oder so. Vielleicht hole ich mir aber auch so ein Ding, wie Thorsten hat, oder einfach eine Anglerhose. Ich hole mir einfach eine Anglerhose. Boah, da schwitze ich doch tot drin. Ja, das ist ja wie Latex. Kannst ja auch einfach so einen Komplettkörper-Latex-Anzug holen. Ja. Ja, und dann darunter schön Baumwollklamotten und dann. Diese Truppensauna vorbei. Ja, wie bei Seven vs. Wild in der letzten Folge, wo der Typ sich da diese Sauna gebastelt hat. Sauna, ja, eine Sauna. Sauna-Bude, ja. Aber ich muss sagen, der hat es eigentlich mit am besten gelöst von allen. Ja, der hatte halt auch keinen Druck, ne? Nö. Der war ja dann eh schon raus, der hat halt dann so das gemacht, wo er Bock drauf hatte. Hast du keine kalten Hände? Nö, gar nicht. Ich habe auch gerade hier schon, hier, so kalt ist das Wasser ja jetzt auch gar nicht.
Wir hätten anbaden können. Also kalte Finger, ich habe wirklich richtig warme Hände. Aber ich habe auch kein Alupaddel. Das kommt vielleicht auch noch dabei. Man kann ja auch versuchen, viele lange Wochenenden zu planen. Ja. Also einfach jedes Wochenende auf Tour. Ich glaube, das Beste ist halt wirklich Lahn. Lahn ist super. Das ist nicht ganz so weit weg. So, da bist du auch in 2 Stunden oder so, wenn du runterfährst. Was ist denn mit der Länder? Zu klein. Und das Problem ist ja immer, dass du auf die Zeltplätze, so wenn du zu 6 Mann bist, du kannst ja nicht wild zelten. Na. Das kannst du zu 2, 3 Mann machen, aber zu mehreren Leuten, ey, dann gibt es sofort wieder Stress mit den Bauern und so. Was man machen könnte, wenn man Landzelt. Ja, aber das war cool. Das war eine ganz schöne, abwechslungsreiche Strecke. Ja. Und die Zeltplätze waren halt, die Sanitär- und die Essensgeschichte war auch super da. Oder Weser weiter unten, da haben wir auch noch nicht gemacht. Guck mal hier, wenn ich die Finne nicht drin habe, die ich ziehe, dann ist es wirklich. Aber wenn ich die Finne raus habe, ja, es geht schon. Aber ist auf jeden Fall wesentlich träger. Wenn es nicht funktioniert, liegt es nicht am Boot. Okay. Du musst mal da hingucken, wo du hin willst. Du darfst nicht aufs Paddel gucken. Das kenne ich nur vom Fahrradfahren. Aber das wird wahrscheinlich hier genauso sein. Ja. Und kriegen wir morgen Muskelkater in den Arm. Jetzt hatten wir gerade ein schönes stürmischen Abschnitt. Hast du den ganzen Tag gefilmt? Ne. Habe ich ja vorhin mal ausgemacht. Haben wir deinen Fluchen bestimmt gar nicht gehört. Einfach immer Gas, ne? Nicht so ein Wind, das ist immer, wenn er zurückkehrt. Ne?